Liebe Geschwister im Islam, wie ihr wisst, haben wir bald Weihnachten. Und es wird wahrscheinlich, also voraussichtlich in 12 Tagen soll das Weihnachtsfest gefeiert werden. Und natürlich nicht von den Muslimen, sondern von den Nicht-Muslimen. Und wir leben hier in einem nicht-muslimischen Land und man muss einfach einigen Muslimen einige Regeln diesbezüglich klar machen, weil das sind Sachen, die mich sehr traurig machen. Ich sehe, wie falsch sich hier einige Muslime verhalten. Erstmal, das Weihnachtsfest ist das Fest der Lüge. Das muss man einfach gesagt haben und das ist Meinungsfreiheit, das hat nichts mit Hetze zu tun. Hetze ist, wenn ich dazu aufrufe, dass man Angst oder Hass gegen bestimmte Leute hat und nicht, wenn man einfach sagt, dass etwas eine Lüge ist, wo die Leute selber wissen, dass es eine Lüge ist. Jeder weiß heute, jeder Religionswissenschaftler weiß, dass Jesus nicht am 24. Dezember geboren ist. Sondern der 24. Dezember ist der Tag des Mittsommernachtfestes, wo der Sonnengott angebetet wurde von den Römern. Und damit das christliche Fest mit dem Fest der Römer zusammenpasst, haben sie Weihnachten an diesem Tag gelegt. Und es ist einfach ganz klar und deutlich, sowohl historisch als auch von der Bibel her, weil Jesus ist nicht im Winter geboren, sondern im Sommer, so wie die Bibel darauf hinweist, das ist einfach falsch. So, dann, was glauben die Christen, die dieses Fest feiern, was da passiert ist? Sie glauben, dass dort Gott geboren wurde. So, Gott wurde angeblich geboren. Das ist im islamischen Sinne eine Gotteslästerung, zu sagen, dass Gott geboren wurde. So, und jetzt gehen wir zu irgendjemandem hin und sagen zu ihm, frohe Weihnachten. Was heißt das? Das heißt, ich gratuliere dir dazu, dass du glaubst, dass Gott geboren wurde. Ich gratuliere dir dazu, dass du einer Lüge von einem christlichen Kaiser folgst. Der Islam ist die Religion der Aufrichtigkeit. Und bei uns gibt es keine Schmeichelei. Allah sagt im Koran, in Sura 68, وَدْهُلَوْ تُتْهِنُوا فَيُتْهِنُونَ. Sie wollen, dass ihr schmeichelt, sodass sie schmeicheln. Ja. Das will vielleicht der ein oder andere gerne hören. Der wird sagen, ach, das finden wir aber schön. Ach, sie sind ja Muslim. Ach, sie haben auch einen Tannenbaum bei sich aufgebaut. Ach, und, ach, sie feiern auch Weihnachten. Ach, das ist ja toll. Sie sind aber ein netter Muslim. Auch mit ihnen sind wir aber sehr zufrieden. Solche Leute wie sie brauchen wir aber mehr. Können wir ihnen noch etwas auf die Schulter klopfen? Mit ihnen sind wir sehr zufrieden. Und Allah sagt im Sura 2, Vers 120, لَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى Allah sagt dort, die Juden und die Christen werden erst mit dir zufrieden sein, wenn du ihrem Weg, ihrer Religion folgst. Und das ist ein Teil ihrer Religion. Zu denjenigen, die sich einen Tannenbaum in ihren Laden aufstellen, um dann, weil sie denken, dann verdienen sie vielleicht 5 Euro mehr dadurch. Wir sagen zu ihnen, wir haben Beispiele von Brüdern, die gegenüber von einer Diskothek eine Pizzeria übernommen haben. Der Besitzer, der alte Besitzer hat gesagt, ja, wenn ihr hier keinen Alkohol verkauft, dann geht ihr pleite. Sie haben keinen Alkohol verkauft und Allah hat so viel Baraka in diese Pizzeria gebracht, sodass sie jetzt den doppelten Umsatz machen, wie der vorher da den Laden geführt hat. Ja, das heißt, die Baraka kommt von Allah. Und selbst wenn du weniger verdienst, denkst du, da kommen mehr in deinen Laden, weil du einen Tannenbaum dort stehen hast? Und dann kommt natürlich jetzt wieder irgendein Spinner und erzählt uns dann was von Integration oder was. Auf diese Blödsinn brauchen wir gar nicht zu hören. Du bist hier in Deutschland in keinster Weise dazu verpflichtet, an einem Weihnachtsfest teilzunehmen. Genauso wenig wie die auch nicht dazu verpflichtet sind, Ramadan zu fasten. Wenn einer mitfastet, ist es seine Sache. Das ist kein Problem, der kann gerne zu uns kommen. Wenn einer am Ramadanfest mitmachen will, kein Problem, kann er ruhig machen. Aber wir erwarten von keinem Christen oder stigmatisieren ihn, schelten ihn, tadeln ihn, wenn er nicht am Ramadan teilnimmt. Und genauso wenig hat keiner das Recht, uns dafür verantwortlich zu machen oder uns irgendwie zu stigmatisieren oder uns als schlechte Menschen darzustellen, weil wir gegen Weihnachten sind. Das ist ganz klar gegen unsere Religion. Und das ist nicht nur eine Meinung, wie ich gerade erzählt habe. Ich gebe noch mehr Beweise dafür. Der Prophet ﷺ hat gesagt, La tushariku al-Yahuda wa al-Nasara fi ayadihim. Nehmt nicht an den Festen, das heißt, an den Festen der Juden und Christen teil. Und das ist eine Art von Teilnahme an dem Fest. Dass man seine Wohnzimmer schmückt, dass man Geschenke verteilt,
dass man Weihnachtsbäume aufstellt. Und noch etwas anderes. Der Prophet a.s. sagt, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wer ein anderes Volk imitiert, der gehört zu ihm. Wer ein anderes Volk imitiert, der gehört zu ihm. Deswegen muss man sich fragen, das ist ein Ijma von den Ulama, dass man an diesen Weihnachtsfeiertagen nicht mitmachen kann. Ein Muslim muss in seinem Herzen Loyalität und Lossagung haben. Loyalität zum Glauben und zu den Gläubigen und Lossagen vom Unglauben und Ungläubigen. Das heißt nicht, dass man die Leute nicht nett behandeln darf. Das heißt nicht, dass man nicht, wenn man eine Familie hat, nicht gut mit diesen Menschen umgeht oder auch mit anderen Menschen. Nein, wir müssen sie gut behandeln. Aber man muss die Grenzen kennen. Und hier fangen die Grenzen an. Wenn du weißt, dass dies ein Fest ist, was zusammenhängt mit einem Weg, der in die Hölle führt, was zusammenhängt mit einem Weg, der in die Hölle führt, wie kannst du als Muslim dich mitfreuen? Wie kannst du als Muslim dich freuen, wenn du siehst, dass Leute auf dem Weg in die Hölle sind? Wie kannst du als Muslim dich freuen, wenn du siehst, dass Bäume aufgestellt werden? Das ist eine Abart von den Kelten, wo Bäume aufgestellt wurden, ja, mit verschiedenen Bräuchen, die mit dem Islam nichts zu tun haben, die götzendienerisch sind, die noch nicht mal was mit dem Christentum zu tun haben. Und wir stellen den Tannenbaum dann auf. Wir stellen den Weihnachtsbaum auf. A'udhu billah. Leute, diese Sache ist eine ganz gefährliche Angelegenheit. Wir müssen wissen, wo die Grenze ist. Und das ist etwas, was einem, je nachdem, wie es in das Herz hineinschlägt, dich aus der Religion rausbringen kann. Es kann so weit führen, dass du die Liebe für diesen Weg verspürst, die Liebe für den Kuffer verspürst. Und wer die Liebe für den Kuffer hat, der hat mit Wallah wal-Bara vollkommen abgeschlossen und der tritt aus der Religion aus. Und so kommt der Satan zu dir. Der Satan kommt heute mit, ach ja, wir wollen denen ja auch zeigen, die waren auch letztes Jahr bei uns beim Ramadanfest. Nein, ihre Religion ist falsch und unsere Religion ist richtig. Man wundert sich darüber, warum gibt es hier Toleranz gegenüber dem Islam und bei uns eventuell nicht so viel Toleranz. Das wird zum Beispiel gesagt. Ich rede jetzt nicht darüber, was richtig oder falsch ist. Zunächst einmal, es gibt keine Toleranz. Toleranz bedeutet dulden. Von tolerare dulden. Das heißt, man duldet etwas, was gegen das ist, was man eigentlich glaubt. Das heißt, wenn wir Muslime zum Beispiel zulassen, dass Kirchen in islamischen Ländern stehen und schon seit tausenden Jahren, ja, dann ist das eine Toleranz, weil wir glauben, dass dort ein Gottesdienst stattfindet, der falsch ist und der in die Hölle führt. Ja. Aber hier in dieser Gesellschaft herrscht nicht das Christentum. Es ist eine Schande für das Christentum zu behaupten, hier würde das Christentum herrschen. Und das ist ein für dumm Verkaufen der Menschen. Sondern hier ist ein säkulares Land, wo die Religion prinzipiell mehr oder weniger keine Rolle mehr spielt, sondern nur außen vor ist. Das heißt, eine Moschee zu bauen, widerspricht gar nicht der Ideologie dieses Landes. Von daher kann man da gar nicht von Toleranz reden, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass jeder so lange seine Religion ausüben kann, wie er damit keinen schädigt. Und von daher ist es völlig falsch zu denken, es wäre von Toleranz oder von Integration, diesen Leuten nachzugeben. Ja? Wie jetzt leider einige Imame, man sollte sich was schämen. Man sollte sich wirklich was schämen. Subhanallah, wo sind wir gelandet? What hulau tutinu fayutinun? Sie wollen, dass ihr schmeichelt, damit sie schmeicheln. Die Juden und die Christen werden erst mit dir zufrieden sein, wenn du ihrem Weg folgst. Ja? Das heißt, die breite Masse, wird nicht zufrieden mit dir sein, außer die, die den Islam annehmen. Das heißt, wir müssen die Trennlinie haben. Wir sagen nicht, du sollst dich hier benehmen wie ein Asozialer. Wir sagen nicht, du sollst die Gesetze übertreten. Nein, du sollst die Gesetze nicht übertreten. Es ist im Islam verboten zu betrügen. Verboten, jemanden einfach so zu beschimpfen. Es ist verboten, jemanden zu ermorden, zu berauben, zu bestehlen, einzubrechen, Vergewaltigung. Das sind alles Dinge, die verboten sind. Daran müssen wir uns halten.
Und wir sollen die Menschen hier nett behandeln und vernünftig behandeln und gut zu ihnen sein. Ja, denn der Prophet sagte, Ahsin illa man asa ilayk, sei gut zu dem, der schlecht zu dir ist. Und Allah sagt im Koran, La yanhaakum Allah an illadhina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrum wa tuqsitu ilayhim. Allah hat euch nicht verboten, diejenigen, die euch nicht bekämpft haben in eurem Glauben und die euch nicht aus euren Häusern vertrieben haben, zu ihnen gütig zu sein und gerecht zu ihnen zu sein. Das heißt, wir müssen gerecht zu ihnen sein und sie gütig behandeln. Aber dazu gehört nicht, dass man Dinge von der Religion abnimmt, wegnimmt. Das heißt, dass man die Feste mitfeiert, obwohl es verboten ist. Oder dass man die Kuffar imitiert, weil der Prophet hat es verboten. Oder dass man rumschmeichelt, wo es nicht zu schmeicheln gibt. Das ist meine Botschaft. Und geht, weil wir waren heute in einem Restaurant gewesen und wir sind dort reingekommen. Wir waren schockiert. Wir sind sofort wieder umgedreht. Ich habe mit diesem Besitzer geredet und er hat mir dann erzählt, ja und hin und her und das ist doch alles nicht so schlimm. Doch, das ist schlimm, weil das eine Lüge ist und wir müssen aufrichtig sein. Und ich sage zu euch, boykottiert alle muslimischen Läden, die einen Weihnachtsbaum aufstellen oder wo dort steht frohe Weihnachten, wo Alkohol getrunken wird. Boykottiert diese Läden und redet mit den Leuten. Sagt sie ihnen, lieber Bruder, ich glaube nicht, dass du eine schlechte Absicht hast, aber guck mal, was du da machst. Ist nicht in Ordnung. Keiner kann von uns erwarten, Leuten zu einem götzendienerischen Fest zu, weil das, was Weihnachten ist, ist ein götzendienerisches Fest. Es ist noch nicht mal direkt vom Christentum. Es ist ein Mix, es ist ein Remix. Wie gesagt, es geht auf das Mittsommernachtsfest, wo der Sonnengott angebetet wurde. Wie gesagt, das wollte ich gesagt haben. Möge Allah uns festigen. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.